haben sich ein bisschen die Beine vertreten können. Insofern würde ich gerne den zweiten Teil unserer Veranstaltung aufrufen. Uns stehen wieder drei interessante Vorträge bevor. Und als nächstes kommt Herr Stender vom Krooghof in Bernsdorf. Herr Stender ist, das ist der zweite Vortrag übrigens aus dem Vorstand von Wasserort der Mensch. Herr Stender ist Vorstandsmitglied im Verein Wasserort der Mensch Vorstand und wird uns heute berichten über die Möglichkeiten des Nährstoffrückhaltes durch landwirtschaftliche Betriebe. Und Herr Stender ist einer der Betriebe der ersten Stunde, die eben diese landwirtschaftliche Beratung, von der wir eben von Herrn Schneider gehört hatten, schon lange Jahre in Anspruch nimmt. Dann übergebe ich an Sie. Bitte sehr, Herr Stender. Ja, danke, Herr Burgraf. Ich spreche jetzt möglichst laut, damit das verständlich ist. Und erstmal ein Moinsen von mir hier in die Runde. Leider sieht man wenig Gesichter. Das ist schade bei einer Online-Vernetzung. Aber ich hoffe, dass jetzt die Verständigung einigermaßen geht. Das geben Sie mir mal gutes Licht. Erstmal schönen Dank, dass ich hier einiges aus unserem Betrieb vortragen darf. Und ich sage gleich vorweg, 40 Jahre bin ich jetzt voll in der Praxis drin. Und diese ganze Geschichte, die Bewirtschaftung des Bodens, das bedeutet auch den gesamten Betrieb und Familie und natürlich die äußeren Einflüsse, die wir zu tragen haben. 10 Minuten ist sehr sportlich, deswegen versuche ich, da sehr schnell voranzukommen. Hier einmal unser Betrieb. Ich sage es basishalber immer Folklorebetrieb, also Gemischbetrieb. 60 Hektar Eigenland, 100 Hektar zugepachtet. Sie sehen schon an dem Anbauplan, dass das sehr vielseitig ist. Wir haben eine breite Fruchtfolge aufgestellt und versprechen uns dadurch Synergieeffekte. Ich komme da später nochmal dazu. Wir haben dementsprechend auch dann eine Viehhaltung, 70 Milchkühe. Das ist heute schon die Hälfte unter dem Landesdurchschnitt, aber wir haben eine Top-Herde mit 20 Liter Tagesleistung. Und das zeichnet, dass wir doch ältere Kühe haben. Und als zweites Tierhaltungsstandwagen sind die 40 Sauen im geschlossenen System. Das heißt, alle Ferkel werden gemästet. Und dann ein drittes Standbein ist die Direktvermarktung von Kartoffeln, was nicht einfach ist. Das große Problem ist die Bewältigung der Arbeit. Wir sind mit 3,4 AK aufgestellt, aber die Vielseitigkeit erfordert viel Stau und Blendung. Hier nur mal so den Umweltstern, den Einblick, was auf die Familie einwirkt. Und nur mal so ein kurzer Blick, das ist schon gewaltig und es ist die Diskussion auch mal am Tisch sehr oft, wie lange halten wir das noch durch. Die Psyche auf den Betrieben ist sehr, sehr angespannt durch all diese Dinge, die Einfluss haben auf die Familie. So, wir wollen uns aber in erster Linie unterhalten, Nährstoffe. Das fing schon in den 80er Jahren an, als Herr Petter die Schlagkartei, Arbeitsgemeinschaft Schlagkartei, errichtet. Dort haben wir Betriebe schon mal Zahlen erhoben, was eingesetzt worden ist an Betriebsmitteln und die Ernteabfuhren. Und das war einzigartig. Selbst die Universität fragte nach uns, ob sie diese Zahlen dann von uns haben kann. Es zeigte sich schon, dass eine sehr gute Optimierung zu den Erträgen effizient war und schon das, was wir heute haben wollen. So, flexible Pilotmaßnahmen, das sage ich immer wieder als ein starres Gesetzesform, Ordnungsrecht, das könnte uns mehr bringen, weil jeder Betrieb ist anders, jeder Naturraum ist anders und dementsprechend muss man auch speziell Entscheidungen treffen für die Bewirtschaftung. Exakte Informationen über den eigenen Betrieb werden erhoben, halt eben das, was Sie, Herr Burgraf, schon ansprachen, jetzt mit Ingos, und deswegen bin ich sehr gerne dabei und damals vor 13 Jahren dazugekommen, weil wir haben einen kontinuierlichen Austausch
Und insofern kommen wir immer weiter optimieren. Das werden wir nachher auch noch sehen. So, Ausgangslage. Die Landwirtschaft war ja auch negativ dargestellt. Heute auch noch. Gut, schwarze Schafe gibt es immer. Aber dieses schlechte Image versuchen wir natürlich auch mit diesen Präsentationen gegen anzuwirken. Wir sind transparent. Aber die Berichterstattung ist nicht in unseren Händen. Die Basis für den Erhalt des Betriebs sind positive Betriebsergebnisse. Denn ohne ein gutes Ergebnis, wirtschaftliches Ergebnis, kann der Betrieb nicht existieren. Und demgegenüber haben wir die überbordende Gesetzgebung, die halt eben der innovativen Praxis entgegensteht. Da kann ich viele Beispiele nennen, aber in der Zeit ist das zu knapp. Und deswegen wird eine gute Beratung immer wichtiger und ich freue mich darüber, dass in ganz Schleswig-Holstein alle Betriebe, wenn sie es möchten, Gewässerschutzberatung in Anspruch nehmen. So, hier ist ein Beispiel mal Herbstkaminwerte. Das ist letztendlich die Darstellung, das Ergebnis, was über das Jahr gelaufen ist. Und Dr. Antoni hier, der Chef von Elos, sagte, das ist eigentlich viel entscheidender für die Bilanz. Haben wir das Konto im Herbst eingeräumt, dann steht der Stickstoff nicht mehr oder weniger zur Auswaschung erwartet. Ich habe hier mal den Schlag Mischen in der Fruchtfolge, zum Beispiel Weizen, da sind wir nach Weizen nur Herbst 23. Wenn wir unter 50 sind, ich werde unter 50 haben, dann sind wir voll im grünen Bereich. Auch Weizen Zwischenfrucht haben wir das erreicht und Hafer Zwischenfrucht 32. Aber, jetzt kommt das große Aber. Die Ackerbohne, die oder Leguminosen insgesamt sammeln für viel Stickstoff. Die nachfolgende Kultur, die hat auch was davon. Aber im Herbst stehen weit über 100 Kilogramm Stickstoff zur Auswaschung bereit. Das ist eine Baustelle, wie wir in Zukunft mit Leguminosen besser umgehen können, um diesen Stickstoff zu halten und dass er uns nicht entwischt in den Untergrund. So, hier haben wir mal die Nährstoffbilanzen. Es gab verschiedene Variationen. Feldstallbilanz, hier haben wir mal die Hochflorbilanz. Halten Sie sich nicht zu sehr an feste Zahlen, auch wenn die vorgegeben sind, dass wir unter 60 sein sollen, sondern wir wollen auch hier zeigen die Tendenzen. Und von 2011 sind wir mit Ausreißern mal 2014 oder natürlich die Trockenheit 2018, wo wir 50% Ertrag hatten vom normalen Jahr, haben wir doch eine feste Tendenz nach unten, die wir versuchen immer zu optimieren, aber alles lässt sich in der Natur nicht so einfach steuern. Auch im P-Bereich, denke ich mal, können wir uns sehen lassen. Es sind letztendlich auch rechnerische Daten, aber im Grunde genommen liegen wir bei plus minus 0, auch wenn noch plus 15 steht. Wir haben minus 11, aber ich denke, die Zufuhr bei uns ist sehr optimiert, auch mit den Wechselschwingern. Insofern können sich diese Werte sehen lassen. So, vegetationsbegleitende Maßnahmen. Das ist wichtig, dass wir wissen, was ist im Frühjahr noch an Stickstoff da. Denn das müssen wir mit einbeziehen in die Nährstoffkalkulation. Und dann auch weiter steht Frühjahrsendien-Untersuchungen. Das ist Mai, Juni. Messung des Bodennitratgehalts während der Vegetation. Pflanzenanalysen, das gibt Infracheck oder auch den N-Sensor von einer Firma. Da können wir halt eben die Stickstoffaufnahme in der Pflanze feststellen und dann noch sehen, Mensch, wie sieht die Versorgung aus, müssen wir nachlegen oder reicht es zu diesem Zeitpunkt. Während der Nebenuntersuchung, ja, die sich ein bisschen mit den gemischten Gefühlen, weil wir haben immer noch einen Bodendynamik zu der Zeit, was Temperatur oder Bearbeitung angeht. Wir haben ein Messinstrument im Spätherbst, die Biomasse vom Raps festzustellen und darüber zu ermitteln, wie viel Stickstoff hat der Raps im Herbst aufgenommen
und das können wir dann zugute rechnen im Frühjahr. Letztendlich, die jetzt gerade auch angelaufen sind, die Herz- und Nierenuntersuchung, das ist für mich der wichtigste Parameter immer als Betriebsleiter. Wie ist das hier abgelaufen? Hast du die Ziele erreicht? Und natürlich auch für einen selber, dass man keine Verluste hat an Nährstoffen, sondern sie auch nutzt. Hier eine Tiefenmessung, ganz links, die Säule mit 40, wenn das zu erkennen ist, das ist ein Schlag von uns. Und dort wurde circa auf 7 Meter, 6 Meter, glaube ich, gebohrt. Das heißt, diese Tiefenmessung, und das ist ein leichterer Standort, dieser Schlag bei uns, zeigt, dass auch da wir, denke ich, nicht schlecht gearbeitet haben gegenüber anderen Betrieben, die ein bisschen höher liegen, aber insgesamt, denke ich mal, kann sich das sehen lassen. Niederschlag. Diese Aufzeichnungen sind wichtig, um Rückschlüsse zu sehen, wie vielfältig doch das Wetterverhalten ist, über Jahre schon. Eins ist klar, die Temperaturen sind gestiegen, die Sonne ist aggressiver geworden, aber die Regenverhältnisse, die sind, das beobachte ich jetzt über Jahrzehnte, sind immer sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell gewesen. Ein Beispiel habe ich 2013, da hatten wir mal 167 Millimeter Niederschlag. Das brachte für Sommerkulturen doch Stickstoffverlagerung nach unten. Und insofern sieht man daran, dass wir dann mit der Spätfrühjahrs-Ermin-Untersuchung dann sehen können, Mensch, ist da was passiert, müssen wir da nochmal gucken oder ist noch alles ausreichend. Wir sehen aber auch den April, und den möchte ich gezielt nochmal ansprechen, dass der über Jahre doch immer aufzeigt, die sogenannte Frühjahrstrocken. Und deswegen ist das wichtig, dass wir Wirtschaftsdünger zeitig im Februar ausbringen können, damit die für die Nutzpflanzen, für die Kulturpflanzen auch dann zur Verfügung steht. Und dann sobald zum Beispiel der Raps Ende April schon in die Blüte kommt, nimmt er keine Nährstoffe mehr auf. Kommt er erst Anfang April, liegt der ganze Stickstoff in der Hülle oben auf und wird womöglich noch von dem trockenen Ostwind davongetragen. Das wollen wir nicht. Leider verbietet uns der Gesetzgeber, dass den Wirtschaftsdünger zeitig zu platzieren bei Frost. Da muss dran gearbeitet werden, das muss sich ändern. Sonst können wir nicht vernünftig den Gewässerschutz für den Gewässerschutz leisten. Ja, das habe ich mir mal so aufgestellt, das kleine 1x1 der Nährstoffeffizienz, das ist die Planung, das wurde schon angesprochen. Die Ertragserwartung, dass man kennt seinen Standort, man kennt seine Schläge, der Boden, die Bestandsentwicklung, Bodenuntersuchung, Frühjahrs-Ermin, das habe ich angesprochen. Und ich spreche immer von einer ausgewogenen Pflanzenlehre. Wir haben gesehen, ich baue Kartoffeln an und ich nehme nicht gerade das Wort Düngung, sondern Pflanzenernährung. Was können Sie nachher an der Knolle auch schmecken? Das ist, denke ich mal, sozusagen ein Widerhall für mich. Und das sehen wir dann auch bei den anderen Kulturen. Ich komme dann gleich noch auf den nächsten Punkt. Witterungsverlauf, Frühjahrstrockenheit habe ich angesprochen, Nährstoffplatzierung habe ich angesprochen. Dann natürlich die Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Ich muss immer sehen, die Nährstoffe sind zu platzieren, kommt Regen, Regen ist sozusagen der Trans. Das Transportmittel, wie bei uns im Körper, das Blut und die Nährstoffe in die Pflanze zu bringen. Und natürlich gehört auch ein bisschen Mut zum Risiko. Es können auch mal Mindererträge dabei rauskommen. Und letztendlich auch die Rückkopplung zum Berater, um halt eben die sogenannte Betriebsblindheit oder eine Angriffssichtweise zu bekommen. Ja, mein Fazit: Düngeplanung und Angriffsschlagbarkeit sind ein Muss. Praxisgerecht ausgestaltet, seit 40 Jahren Praxis auf meinem Betrieb. Das habe ich schon
in meinem kleinen Handbuch immer gemacht und die Bestätigung habe ich dann nachher bekommen. Die Anbauberatung mit aktuellen Düngehinweisen, das Aussagekräftig, Auswirkungen auf Betriebsergebnis und Bilanz erst mehrjährig beurteilen. Maßstab für die Weizenqualität, das hatte ich auch schon vor Jahren angekreidet. Die Weltweizenhandel hat immer noch die Basis von 12 Proteinen. Die neueren Sorten haben auch bei geringeren Proteinen eine ausreichende Lactat. Das könnte allein für Deutschland, ich habe mal geschätzt, das ist eine Schätzzahl von 120.000 Tonnen, möglich machen, dieses einzusparen. Aber das ist ein Politikum, das haben wir nicht gelassen. Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, intensive Begutachtung des Bodenlebens. Da sind noch Schätze drin, denke ich mal. Wir haben uns in der Vergangenheit zu wenig damit befasst. Vor allen Dingen auch, was bewegen die Mykorrhizapilze und Wurzelessiger. Der weitere Aufbau von Nährhumus zur Verbesserung der Nährstoffe im Wasser. Speicherung. Herr Lorenz Schneider hatte das schon angesprochen. Information vom Wasser, die Aufnahme, das Aufnahmevermögen vom Wasser. Und besser ist es auch ein Gegenwirken von Erdefahrzeugen, Strukturschäden und. Das ist noch eine große Baustelle, wo wir noch wesentlich mehr Wissen haben müssen. Und das könnte noch zusätzliche Nährstoffeinsparungen bringen und im Hinblick auf Gewässerschutz. Gerade was Phosphat anbelangt, das ist eigentlich ja die Hauptbaustelle. Und da ist immer Chemie, ist eine Dynamik drin. Und wir brauchen vielleicht mehr eine Bilanzierung der Nährstoffe zueinander, damit diese Effekte dann zur Pflanze kommen. Und sonst wird eine Eutrophierung immer weiter voranschreiten. Also wir müssen sehen, dass die Nährstoffe zur Pflanze kommen und nicht irgendwo verbleiben. Und die Nährstoffeffizienz durch Fruchtfolgegestaltung, welche Vorteile hat eine Aufstellung der Kulturen in der richtigen Reihenfolge, welche Synergieeffekte kann da mitgenommen werden? Ja, hier nochmal die Zukunft des Betriebes, das wiederholt sich. Aber wir haben als reiner landwirtschaftlicher Betrieb mit 3 Familien, die davon leben, doch eine harte Konkurrenz und es wird immer schwieriger, wirtschaftlich gegen diese negativen Einflüsse zu bestehen. So, zum Abschluss nochmal ein Bild. Auf rechts unten und auf rechts oben können Sie das sehen. Da versuchen wir mal ein bisschen Wirtschaftskunde auszubringen, sind dann leider nicht vorangekommen, weil die Tragfähigkeit des Bodens, das war kein Frost natürlich, nicht gegeben war. Aber man sieht haarscharf natürlich, dass die Pflanzen schon so früh ein bisschen Futter brauchen. Und komischerweise war auch das Regel auf diesen Streifen zu finden. Also irgendwie merken wir auch, da sind schon Nährstoffe, stehen schon mehr Nährstoffe zur Verfügung. Ja, das war von meiner Seite und ich hoffe, es sind nicht alle vom Bildschirm weggelaufen und bedanke mich, dass soweit mir Aufmerksamkeit gegeben worden ist. Und gebe zurück. Vielen Dank, Herr Stender, für den wie immer sehr interessanten und anschauungsreichen Vortrag, der Bericht aus der Landwirtschaft. Im Anblick auf die Zeit würde ich den nächsten Vortrag gerne anmoderieren. Wir würden jetzt von der Fläche in die Punktquellen gehen. Und gar nicht weit weg von dem Heimatbetrieb von Herrn Stender liegt die Kläranlage der Stadtwerke Plön. Herr Latsch ist der Leiter der Klärwerke in Plön und er möchte uns heute von einer Idee berichten, wie zusätzlich zu dem bisherigen Nährstoffrückhalt in der Zukunft kommunale Kläranlagen einen zusätzlichen Nährstoffrückhalt werden leisten können. Vielen Dank, Herr Latsch, und Sie sind dran. Ja, ich begrüße Sie alle erstmal recht herzlich. Mein Name ist Andreas Latsch und ich wollte Ihnen kurz unsere Massenalm-Kulturanlage auf der Kläranlage Plön, abgekürzt halt MACAP, Ihnen mal darstellen.
Der Ansatz ist nicht nur einen zusätzlichen Rückhalt der Nährstoffe. Wir wollen die Nährstoffe fast gen Null in den Vorflug so weit runter reduzieren. Man muss dazu aber auch sagen, dass Kläranlagen in der Regel schon eine gute Nährstoffreinigung haben. Die liegen in der Regel vom Zulauf zum Ablauf im Wirkungsgrad so circa zwischen 91% und 95%. Unser Ansatz ist also einmal der Nährstoffrückhalt, die Nährstoffreduktion. Zum anderen wollen wir versuchen, den kleinen Plöner See, in dem wir einleiten, wieder in einen ökologisch guten Zustand zu bringen, sodass die Frau Blambeck irgendwann mal nicht nur zwei Seen zeigen kann, die grün sind, vielleicht mal einen dritten. Das ist dann unser Ansatz. Die Partner, die daran teilnehmen, an diesem System, also was wir erarbeitet haben, sind einmal die Firma Limnus Systems, Herr Dr. Nils Christian Holm, der praktisch das System entwickelt hat, als Partner zusätzlich zum Stadtplön, wie als Stadtwerke und die Christian-Albert-Universität zu Kiel, da unterstützt uns oder ist federführend tätig der Herr Professor Dr. Rüdiger Schulz. Das ist die Zielsetzung unseres Projektes. Da gehe ich einen kleinen Tick ausführlicher drauf ein, weil da sieht man eigentlich schon an der Grafik, was wir mit den Algen alles erreichen wollen. Wir wollen also mit Mikroalgen durch Photosynthese, also Sonneneinstrahlung, eine erhebliche Reduzierung des Klimagases CO2 erreichen, in der Größenordnung für unsere Anlage. Kurz mal ein, zwei Wert, dass Sie es ein bisschen einschätzen können. Wir haben angeschlossen ca. 23.000 Einwohnergleichwerte und haben einen Zulauf der Kläranlage roundabout von 2.500 Kubikmeter am Tag. Wir wollen also mit der Algenanlage CO2 reduzieren in einer Größenordnung von ca. 6.000 Tonnen im Jahr. Dann durch die Photosynthese einmal Sauerstoff erzeugen, reiner physikalischer Prozess. Und das Abwasser, hier haben wir die Nährstoffe, soll gereinigt werden, und zwar mit einem Eintrag nachher, ein Resteintrag von fast gen Null, was ich erwähnt hatte. Wir wollen zusätzlich Schadstoffe uns anschauen, wie weit dort die Algen diese ebenfalls binden. Mal zwei Werte, die bekannt sind. Also Ibuprofen ist ein Wert, der sagt, dann fehlt ein Schmerzmittel. Und dann haben wir noch Diclofenac. Wir haben einen Wirkungsgrad beim Ibuprofen gehabt in den ersten Versuchen von einer Bindung von ca. 80%, was ja nicht unerheblich ist. Bei Diclofenac war es nicht so gut, waren es nur 20%. Also da sieht man, dass man noch schauen muss, wie wirkt sich letztendlich die Algenanlage durch die Aufnahme mit Schadstoffen aus. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Die Algen sollen also sauberes Wasser produzieren, was wir hier unten sehen, was stark Sauerstoff angesättigt ist. Und damit wollen wir, was ich erwähnt hatte, den kleinen Plöner See wieder, das Ziel, in ein gutes ökologisches System wieder zurücküberführen. Wie, zeige ich Ihnen gleich. Die Algen vermehren sich auch, und das ist auch ein Ansatz der Uni Kiel, dass man sagt, wenn wir die Algen haben, was können wir mit denen machen? Rein nur in die Faulung fahren? Geht natürlich, aber man will gucken, ob man mit den Algen noch mehr erreichen kann. Ein paar Beispiele sind hier dargestellt. Wobei eben nicht nur Abwasser über die Anlage gefahren werden kann, sondern man könnte auch Seewasser nehmen, um halt den See, wenn es nur um die Eutrophierung geht, dementsprechend das mit einzusetzen. Bei der Photosynthese sind ca. 10% Sauerstofferzeugung, 90% sind Wärme. Die Wärme wollen wir nutzen, um hier in Plön, in einem Quartiersgebiet, dort dementsprechend ein Fernhaltssystem zu implementieren. Wie sieht die Algenanlage aus? Hier haben Sie mal unsere Versuchsanlage. Wie gesagt, das ist eine kleine Versuchsanlage. Wir haben dort Röhren. Die Röhren werden durch die Sonne bestrahlt. Und dort sind die Algen drin und dort werden dementsprechend die Prozesse umgesetzt. Nachgeschaltet ist ein Absetzbehälter. Und das ist die Krux bei den ganzen Systemen. Weil wir haben es bei den Grafiken auch gesehen, dass Algen nicht unbedingt dazu neigen, sich abzusetzen, sondern leider auch die Intention haben, um an die Oberfläche zu kommen oder in Schwebe zu bleiben. Der Herr Holm hat also ein System entwickelt durch Selektion als auch durch Forschung, dass er gesagt hat, gut, wir versuchen mal Algen zu kriegen, die sich absetzen. Und das ist ihm auch gelungen. Und somit können die Algen auch im System gehalten werden, was natürlich für die Abwasserreinigung zwingend erforderlich ist. Denn das saubere Wasser wird abgeführt, das ist ja die Abwasserreinigung, und die Algen werden wieder Rücklaufstamm für die, die sich in der Abwasserreinigung auskennen, im System gehalten.
Wir wollen den See renaturieren. Wie wollen wir das machen? Erstmal zur Ausgangslage. Wir haben hier bei uns bei der Kläranlage Plön den Kleinplöner See, wie erwähnt. Der hat hier neben der Kläranlage ein Tiefenprofil von 30 Meter, was Sie hier dargestellt einmal sehen. In den Monaten Januar, April, Mai, März etc. pp. Sieht man, dass wir über die gesamte Tiefe genug Sauerstoff im See haben. Ändert sich schlagartig, wenn der See sich aufheizt, und zwar in den Monaten beispielsweise hier im Juli, August, ich habe das mal in Grauen eingefärbt, dort haben wir einen anaeroben Bereich. Das heißt, für alle Angler unter Ihnen, die im kleinen Plöner See die Angel rausschmeißen und tiefer wie 6 Meter angeln, da werden sie echt keinen Erfolg haben. Weil in diesem Bereich ist es anaerob, da ist kein höherwertiges Leben möglich. Und, das Thema hatten wir ja auch am Anfang, neigt auch dazu zur BOP, also zur Phosphatrücklesung durch das Sediment des Sees. Und da wollen wir mit der Algenanlage auch eingreifen. Das war in der ersten Grafik, das saubere Wasser mit dem Sauerstoff. Wie wollen wir das machen? Unsere Algenanlage, also wir fahren circa 2000 Kubikmeter über die Anlage, so soll die ausgelegt werden, also fast den gesamten Zulauf der Kläranlage, wird zusätzlich das Wasser runtergekühlt auf 4 Grad. Und das erreichen wir durch BRKWs und Kältemaschinen. Warum machen wir das? Weil bei 4 Grad ist physikalisch ja die größte Dichte vom Wasser. Und dann setzt sich die Alge, also das Abwasser, praktisch eine unsichtbare Folie über das Sediment des Sees und verhindert so die P-Rücklösung. Wir leiten aus der Algenanlage, also sucht ja kein P mehr rein. Das ist stark sauerstoffübersättigt. Das heißt, wenn wir in Klammern unsere unsichtbare Folie im See haben, stark Sauerstoff gesättigt haben, in dem oberen Bereich ist die Hoffnung, dass einmal eine P-Rücklösung A vorhanden wird, verhindert wird und B, dass in den höheren Bereichen auch wieder höherwertiges Leben entstehen kann. So, jetzt kommen wir ein bisschen mal zur Technik. Wie haben wir das denn überhaupt vor? Kurz zur Darstellung, ich sitze hier im schönen Plön. Das ist unser Bürotrakt, ich gucke gerade aus dem Fenster, da könnte man mich sehen, wenn ich ranzoome. Und wir haben hier die Kläranlage. Das ist eine Kläranlage ganz normal, die weitergehende Abwasserreinigung betreibt, also biologisch, mechanisch und chemisch. So, wir haben dann in der Algenanlage, wollen wir über ein Verteilersystem, dort werden mit Tauchern Rohrleitung in den See verlegt, wollen wir halt in Klammern unsere unsichtbare Folie, also das gekühlte Abwasser, hier großflächig in den See hier einleiten, weil hier vorne ist auch diese 30 Meter Stelle, die Sie in der Grafik gesehen haben, als man erkannt hat, wie wenig Sauerstoff halt im Monat August beispielsweise vorhanden ist. Ab 6 Meter ist es tot. Und das warme Wasser aus der Algenanlage, denn Wärme entsteht nicht nur durch die Algenanlage, sondern auch zusätzlich durch die Kältemaschinen. Immer wenn Sie etwas runterkühlen, entsteht ja auch dementsprechend Wärme. Das wollen wir nutzen, um das Quartiersgebiet zu beheizen. Da komme ich gleich zu. Wie würde das jetzt technisch aussehen? Dass man mal ein Gefühl für die Dimension mal kriegt. Wir planen 2 Algenmodule an diesen Flächen dargestellt. Das gereinigte Wasser der Algenmodule wird dann, wie erwähnt, halt den See zugeleitet. Die erzeugte Wärme wird dementsprechend nach Plön geleitet ins Quartiersgebiet. Die erwähnten Wärmepumpen werden zusätzlich die Wärme in das System einspeisen, weil allein die Algenanlage reicht nicht aus, um natürlich das gesamte Gebiet dementsprechend mit Wärme zu versorgen. Für die Wärmepumpen BRKWs ist in der gesamten CO2-Bilanzierung auch mit Biomethan gerechnet worden. Die große Vision ist natürlich nicht mit Gas unbedingt zu machen, auch wenn es Biomethan ist, sondern da will man mittel- und langfristig gucken, wenn das so funktioniert, wenn das wirklich notwendig wäre. Und da will man sehen, dass man ökologisch beispielsweise regenerativen Einsatz, ob mit PV, Wind etc. pp. Mal sehen, was die Zukunft Schönes noch für uns bereithält, dass man dann eben nicht mit Biogas die Wärmepumpen betreibt, sondern halt mit regenerativen Energien. Wir sind im Monitoring mit dran, das Land Schleswig-Holstein, weil ich ja in ein stehendes Gewässer einleite mit meiner Kläranlage. Und da kann es kommen, dass wir eine 4. Reinigungsstufe bauen müssen. Das wird ja voraussichtlich Ende 2022 irgendwo Fakt werden, dass man weiß, muss man bauen oder muss man nicht bauen. Und da wollen wir gucken, im Verbund mit der Algenanlage, welches System sich am besten eignet. Die Standardsysteme sind ja eigentlich PAK, GAK, also Pulveraktivkohle, granulierte Aktivkohle. Dann ist das die Ozonisierung und wir sind damit am System mit Ultraschall noch mit der Uni Kiel. Wollen wir mal gucken, mit welchem System sich das am besten dazu eignen würde.
Ja, das warme Wasser soll mit 80 Grad ins Quartiersgebiet rein und kommt mit ca. 40 bis 50 Grad aus dem Quartiersgebiet zurück. Da überlegen wir auch, eine Klärschaumtrocknung mit zu implementieren. Klärschaumtrocknung für unsere Anlagengröße in der Regel rechnet sich überhaupt nicht, weil Sie immer das Problem haben, Sie haben die Wärmesäcke gar nicht. Aber da wir ja die hohe Temperatur aus dem Quartierskonzept zurückkriegen, will man gucken, ob man eine Klärschlamm-Trocknungsanlage mit damit betreiben könnte, um auch die Entsorgungskosten des Klärschlamms zu reduzieren. Natürlich ist das Stand jetzt ein Riesenproblem, eine Trocknungsanlage zu haben. Sie werden hochgetrockneten Schlamm so gut wie gar nicht los in den Monoverbrennungsanlagen. Aber das ist halt der Ansatz, mal gucken, wie das dann auch in Zukunft ist, denn in der Zukunft kann viel passieren. Ja, und letztendlich reicht die Wärme, die wir ins Quartiersgebiet bringen, durch die Algenanlage und durch das Wärmepumpensystem im Winter überhaupt nicht aus. Wir haben mal im Quartiersgebiet Aufnahmen gemacht, dass Wärmebedarf ist, da komme ich gleich noch einen Satz zu. Und dort haben wir also festgestellt, dass wir mit der Algenanlage und dem Wärmepumpensystem von den Monaten grob April bis Oktober das gesamte Quartiersgebiet beheizen können. Es reicht natürlich nicht aus, gerade die Kälte ist ja nicht gerade im April oder Oktober, sondern eher im Dezember, im Januar. Und da müsste natürlich in der Heizzentrale einmal die Steuerung implementiert sein für das gesamte System und natürlich auch dann ein zusätzlicher Brennstoff vorhanden sein, ein Energieträger, dass wir dann mit Restwärme die Anlage dementsprechend zuführen können, damit wir genug Wärme ins Quartiersgebiet bekommen. Was dort angesetzt wird, da sind wir auch noch nicht ganz auf der Zielgeraden. Da sind Überlegungen auch wie Biomethan oder Holzpellets etc. pp. Ja, die Wärme wird dann entlang der Bundesstraße 76 in das Quartiersgebiet gebracht. Das habe ich Ihnen mal hier schraffiert dargestellt. Das Quartiersgebiet umfasst einige Schulen. Wir haben hier das Gymnasium Plöner Schloss. Wir haben hier das Berufsschulzentrum, wir haben hier eine Kirche, wir haben das Plöner Schloss von Herrn Vielmann, wir haben das Rathaus der Stadt Plön, also viele, viele öffentliche Gebäude, sodass sich das rechnet, die Wärme hier reinzubringen. Es ist, wie gesagt, für nur ein kleines Gebiet, weil man versucht mit der Almanlage dementsprechend erstmal zu gucken, was bringt das, geht das überhaupt? Aber wenn man die Zukunft sieht, welche Probleme anstehen, der Klimawandel, sprich CO2-Reduktion, die Entsorgungskosten Klärschlamm, die Problematik mit der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes, wenn man anguckt, die Wasserreinigung, wenn man die vierte Reinigungsstufe sich anguckt, wenn man den Phosphateintrag durch das Sediment des Sees selbst auch nochmal sieht, ist das eigentlich ein hochinteressantes, komplexes System, muss man sagen, ehrlich, dass ich sage, Mensch, wenn das wirklich so, Moment, ich muss mal kurz schließen, dass ich das hier zu Sie zurückkommt. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Dass das System zukunftsweisend meines Erachtens sein kann, wenn wir reden über Forschung, wir reden nicht, dass wir ein fertiges System haben, dass jeder weiß, dass das Ding auch nur hundertprozentig funktioniert. Wo sind wir jetzt gerade? Wir haben beim Fördergeldträger, dem PTJ, einen Antrag gestellt für die Stadt Plön, oder die Stadt Plön hat den gestellt, in der Größenordnung von 10 Millionen Euro. Dort haben wir momentan, sind wir aufgefordert, nachdem wir die Skizze abgegeben haben, dementsprechend jetzt einen Fördergeldantrag zu stellen. Das heißt, auch die sagen, ganz so schlecht kann das Projekt nicht sein. Das war jetzt mal wirklich im Turbodurchgang. Man kann gerne noch eine halbe Stunde länger erzählen über das Projekt, aber es ist einfach mal so ein Anreiz reinzubringen, dass auch in der Abwasserschiene viel passieren kann. Ich bedanke mich, das war mein Vortrag. Vielen Dank, Herr Latsch. Das war sehr anschaulich und sehr interessant. Ich bin sehr gespannt auf die Betriebsführung bei Ihnen, die wir ja schon ins Auge gefasst haben. Ein spannendes Projekt und wir drücken auf jeden Fall die Daumen für die weitere Beantragungsphase. Wenn es für alle Beteiligten in Ordnung ist, würde ich durchaus gerne gleich den nächsten Vortrag noch anschließen und dann in die gesammelte Diskussion der letzten drei Vorträge einsteigen. Und würde somit gerne an Frau Katja Borgwardt von Landesbetrieb Verkehr des Landes Schleswig-Holstein übergeben, die uns jetzt den letzten noch nicht betrachteten Pfad, nämlich die Straßenwege, nochmal näher bringen möchte, welche Möglichkeiten wir denn dort hätten, Nährstoffe und anderes zurückzuhalten. Bitte schön, Frau Borgwardt. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören, sonst würden Sie mir bestimmt gleich Rückmeldung geben. Ja, ich arbeite für den Landesbetrieb Straßen- und Verkehr Schleswig-Holstein. Ich bin am Standort Lübeck Landespflegerin.
Ja, und das Thema heute, Möglichkeiten des Nährstoffrückhalts, diesmal von Verkehrswegen. Die Emissionspfade des Straßenverkehrs sind zweierlei. Wir haben einmal den Luftpfad und wir haben den Wasserpfad. Für den Luftpfad werden durch uns in der Regel Ausbreitungsberechnungen durchgeführt in einem Luftschadstoffgutachten und dabei prüfen wir, ob wir die Emissionsgrenzwerte der 39. BIMSCHV einhalten. Beim Wasserpfad ist das, was Teil der Genehmigungsanträge ist, ist der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie und Teil davon sind Mischungsberechnungen für die relevanten Schadstoffe, die wir emittieren durch den Straßenverkehr. Und der Wasserpfad ist auch Gegenstand des heutigen Vortrags, weil er für die Gewässer einfach relevanter ist. Ich werde bei einigen Folien nicht alles aufzählen, weil die Zeit doch recht kurz ist. Ich habe es aber alles zusammengetragen, damit Sie das auch nachlesen können. Hier eine Zusammenstellung der Stoffe, die durch den Straßenabfluss emittiert werden. Ich würde hier einmal nur die Stoffgruppen aufzählen. Da haben wir die Schwermetalle, wir haben die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die polychlorierten Biphenyle, Alkylphenole, das Salz und wie man sie nennt, die Nähr- und Zerstoffe. Genau, kann man dann im Bedarfsfall nochmal nachschauen. Wo kommt das her? Also was sind die Quellen dafür? Die habe ich hier mal hier zusammengestellt. Da haben wir natürlich den Fahrbahnabrieb, wir haben den Reifenabrieb, wir haben den Abrieb von den Brems- und Kupplungsbelägen, den Abrieb von Katalysatoren. Dann haben wir natürlich auch die Tropfverluste von Ölen, Kraftstoffen und Bremsflüssigkeiten und die Fahrzeugabgase. Ja, dann habe ich mir gedacht, wir reden hier über Nährstoffe, dass ich mal einmal definiere, was sind denn Nährstoffe und was sind Schadstoffe, weil wir reden beim Straßenverkehr eigentlich eher von den Schadstoffen. Nährstoffe sind ja die Stoffe, die von Lebewesen zur Gesunderhaltung aufgenommen und verstoffwechselt werden. Und die Schadstoffe sind die Stoffe, die schädlich für die Lebewesen sind und ihre Gesundheit auch schädigen. Mit Stickstoff und Phosphor emittieren wir natürlich in dem Sinne auch Nährstoffe. Ich denke, wir müssen uns hier aber nichts vormachen. Die Stoffe, die der Straßenbetrieb emittiert, sind nicht als Nährstoffe anzusehen. Denn keiner der vom Straßenbetrieb emittierten Stoffe dient der Gesunderhaltung der Umwelt oder ihrer Lebewesen, weshalb wir als Straßenbetreiber grundsätzlich versucht sind, die Verbreitung der emittierten Stoffe in die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt, um diese Stoffe zurückzuhalten? Ein Forschungsergebnis oder mehrere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass der Stoffrückhalt am besten gelingt, wenn man die belebte Bodenzone passiert. Die Prozesse, die man sich da zunutze macht, sind natürliche Prozesse der Filtration, der Adsorption und auch Prozesse des biologischen Abbaus. Nun ist das natürlich davon abhängig, welche Bedingungen wir vor Ort haben. Also das bestimmt, welche technische Möglichkeit wir haben, diese Nährstoffe zurückzuhalten. Wenn wir versickerungsfähigen Boden haben, das ist natürlich das Optimum, dann versickern wir über die Bankette und Straßenböschungen. Das heißt, in dem Fall kann das Niederschlagswasser direkt über die belebte Bodenzone in den Untergrund gelangen. Haben wir einen Wechsel aus versickerungsfähigen und nicht versickerungsfähigem Boden, kommt in der Regel das Mulden-Rigolen-System zum Ansatz. Da wird hier unter der eigentlichen Entwässerungsmulde ein Körper eingebaut, in dem versickerungsfähiges Material eingebracht wird, in der Regel Sand. Im unteren Teil, ich muss mich ganz kurz entschuldigen, mein Sohn steht vor der Tür und klingelt. Ich bin gleich da. Das authentische am Homeoffice, jawohl. Genau, danke schön. Dann das Drehrohr im unteren Drittel des Versickerungskörpers.
Und dieser Aufbau dient dazu, das Wasser aufzufangen, dort zwischenzuspeichern und auch in Bereiche zu bringen, wo wieder versickerungsfähiges Material ansteht. Und man hat natürlich hier dann auch die Möglichkeit, durch diesen Zwischenspeicher, dass von hier aus das Wasser langsam versickern kann. Und die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist, entspricht dem Fall, dass wir vor Ort keinen versickerungsfähigen Boden haben. Dann hat sich nach derzeitigem Stand der Technik die Retentionsbodenfilteranlage am besten bewährt. Ich habe Ihnen das hier mal aus einem Lageplan rausgeschnitten. Hier kommt von der Fahrbahn das Niederschlagswasser an, wird hier über ein Abschlagbauwerk in eine Vorstufe geführt, in einen Lamellenklärer, wo die abfiltrierbaren Stoffe abgefiltert werden. Und dann geht das Niederschlagswasser in den Retentionsbodenfilter. Das ist diese Anlage, die Sie hier sehen. Ich zeige Ihnen gleich im Schnitt, wie das Ganze aussieht. Dort findet eine Klärung statt. Das Wasser wird dann hier, kommt am Ende hier wieder raus und wird über das Regenrückhaltebecken dann dem Vorflüter zugeführt. Wie sieht so ein Retentionsbodenfilter aus? Hier mal ein schematischer Schnitt. Wir haben am Boden eben diese Schutzvlies, darauf die Abdichtung. Darauf werden in bestimmten Abständen die Drainrohre gelegt, darauf der Drainkies und hier kommt der wichtige Teil, das Filtersubstrat. Bei uns ist es in der Regel Sand in der Körnung 0 bis 2. Darauf werden Schilfpflanzen gepflanzt und dann kann man hier sehen, dass man das Wasser dann hier bis zu einem bestimmten Einstaubpunkt reinleitet und das Ganze dann vertikal durchströmt wird und die Reinigungsleistung so erzielt wird. Die Untersuchungen zeigten, dass diese Retentionsbodenfilteranlagen eine sehr gute Reinigungsleistung erzielt für nahezu alle Stoffe, die wir mit dem Straßenbetrieb emittieren. Die Ausnahmen sind Blei, Benzoapyren und Chlorid. Benzoapyren ist ein PAC, also ein polyzyklisch aromatischer Kohlenwasserstoff. Blei spielt seit Einführung des bleifreien Kraftstoffs eigentlich weniger eine Rolle, ist stark rückläufig bei uns in den Emissionen, sodass wir jetzt nur noch in den Fachbeiträgen für die Wasserrahmenrichtlinie die Mischungsberechnungen für Benzoapyren und Chlorid durchführen. Chlorid kommt aus dem Winterdienst, genau aus dem Streuen der Fahrbahn, um das Eis wegzubekommen. So, in den Fachbeiträgen prüfen wir durch die Mischungsberechnung, ob die Ausgangsbelastung plus unsere vorhabensbedingte Zusatzbelastung, also was wir dazu bringen, berechnen wir die künftige Belastung und schauen, ob die Grenzwerte nach Oberflächengewässerverordnung und Grundwasserverordnung eingehalten werden. Und auch nur, wenn diese eingehalten werden, ist das Vorhaben genehmigungsfähig. Ja, das war schon der Teil zu den Dingen, die wir direkt machen können. Und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Was wir indirekt machen, ist, dass wir uns Kompensationsmaßnahmen suchen, da ja unsere Vorhaben Eingriffe in Natur und Landschaft darstellen und wir ja auch verpflichtet sind nach Bundesnaturschutzgesetz, diese Eingriffe zu kompensieren, versuchen wir in unseren Kompensationskonzepten auch Gewässerrandstreifen zu finden, dass man also da eine Optimierung vornimmt, Flächen erwirbt, diese Gewässerrandstreifen verbreitert, Bepflanzungen vornimmt. Ja, und dass wir auch auf diese Weise eben den Eintrag von Nährstoffen in Gewässer reduzieren können. Ja, und damit bin ich schon zu Ende.
war nur ein kurzer Einblick, aber wenn Sie Fragen haben, bin ich gerne bereit. Genau, vielen Dank. Das war sehr interessant, Frau Borgwardt, was von Seiten des Straßenverkehrs geleistet werden kann. Ich würde die Runde gerne für alle drei Vorträge freigeben zu Nachfragen und zu Diskussionen. Sehe gerade noch keine Nachfrage. Nutze ich auch noch mal kurz die Chance mit einer Frage an Frau Borgwardt. Ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber natürlich bin ich neugierig geworden zum Thema Chloridrückhalt, weil die Chloride bis jetzt ja nicht gefasst werden können. Was gibt es da noch an Möglichkeiten? Wir haben da eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, weil Salz sich einfach schwer abfiltrieren lässt. Tatsächlich ist es so, dass man durch die Berechnung den Mischungsprozess mit den Oberflächenwasserkörpern und auch Grundwasserkörpern sich zunutze macht und die Zufuhr zu den Gewässern in der Regel so gering ist, dass sie gar nicht weiter ins Gewicht fällt und dadurch, dass die Ausgangsbelastung, es sei denn, wir befinden uns in der Marsch, aber ich bin ja am Standort Lübeck zuständig, die Ausgangsbelastung ist in der Regel so gering, dass unsere Zusatzbelastung nicht ins Gewicht fällt. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen an die Referenten oder Diskussionsbeiträge? Ich schaue nochmal durch die Ecke. Herr Latsch, eine analoge Wortmeldung. Ja, oldschool halt, ne? Ich sehe eine Frage im Chat von Christiane, ich weiß nicht, wer das ist. Da ist kurz die Frage gestellt worden bezüglich der Seesanierung mit den 0,02 Milligramm Phosphor. Diese 0,02 Milligramm Phosphor beziehen sich auf den Ablauf der Algenanlage, sprich der Kläranlage, die nachher in den See eingeleitet werden. Und die Biomasse, die Algenbiomasse, die bleibt komplett im System in der Algenanlage und geht natürlich nicht in den See. Somit haben wir dann auch keine Sauerstoffzehrung. Auf die Frage wollte ich jetzt eingehen, weil die stand im Chat so drin. Ich hoffe, das reicht so. Immer, vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Dorothea Dietrich, ich arbeite in Brandenburg, also in einem ganz anderen Bundesland. Und ich hätte zu zwei Vorträgen die Frage erstens an Herrn Schneider oder beide gerne auch an Herrn Stender. Zum einen würde ich ganz gerne wissen, dieser Beratungsdienst wird kostenlos, freiwillig und fachunabhängig angeboten. Da würde ich gerne wissen, wer die Kosten trägt, wer das anbietet und in welchem Umfang. Und die zweite Frage bezieht sich auf den Aufbau von Nährhumus. Und da wollte ich fragen, ob der Herr Stender oder jemand anderes vielleicht auch Erfahrungen hat mit der Einarbeitung von Zweigen oder mit Laub. An Zweigen in den Acker, was wohl früher üblich war und wo ich schon mal mitbekommen habe, dass das also sehr viel effektiver ist als Mist, weil es sehr langfristig wirken kann. Und heutzutage wird ja zunehmend auch mit Pflanzenkohle gearbeitet, aber das ist natürlich auch ein sehr teures Verfahren. Jetzt wollte ich einfach mal wissen, ob daran gedacht wird, weil mir bekannt ist, dass eben die Mykorrhiza, die Verbindung mit Pilzen, so sehr wichtig ist für den Aufbau des Nährhumus. Ja, wer mag übernehmen? Ja, ich möchte gerne dann zum ersten Teil der Frage antworten. Also ist vielleicht im Vortrag etwas zu kurz gekommen. Die Beratung wird ja vom Land Schleswig-Holstein, also vom Landwirtschaftsministerium, oder ist jetzt Leben gerufen worden. Innerhalb dieser großen Gewässerschutz- oder Wasserrahmenrichtliniengebiete ist es so, dass in den 6 Gebieten, die ursprünglich bestehen, auf dem Geestrücken, sind es ungefähr zur Hälfte Landesmittel und zur Hälfte Mittel der EU aus dem ELA-Fonds. Während in diese neuen Beratungsgebieten, also die 3, die 2019 gekommen sind und die 5, die jetzt gekommen sind, sind es reine Landesmittel. Das heißt,
Die Landwirte müssen nicht bezahlen und es wird im Grunde aus Landesmitteln und aus EU-Mitteln finanziert. Danke. Und vielleicht zum zweiten Teil der Frage, da ging es ja um Blätter und Stöcke und so weiter, den Nährhumusgehalt steigern können. Das ist sicherlich so. Die Frage ist natürlich, in welchem Umfang stehen die irgendwie zur Verfügung und kann man die da aufbringen. Ne? Also es sollte eigentlich das Ziel des Landwirtes sein, den Humusgehalt des Bodens aus sich selbst herauszusteigern. Weil ich kann ja den Humusgehalt oder den Kohlenstoffgehalt ja auch steigern, indem ich woanders Biomasse weghole und auf meinen Acker fahre. Also beispielsweise Kompost oder auch Blätter oder Pflanzenkohle. Das ist allerdings ja irgendwo anders weggefahren und dann zu meinem Acker hingefahren. Der Ansatz in der Beratung und auch von den Landwirten sollte sein, ja aus sich selbst heraus den Humusgehalt zu steigern. Das heißt, verminderte Bodenbearbeitung, verbleibt von Ernterückständen, das heißt Stroh, Zwischenfruchtanbau, tiefwurzelnde Kulturen anbauen, diese Dinge letzten Endes. Ne? Also aus sich selbst heraus den Nährhumusgehalt zu steigern, das ist nicht ganz trivial, aber das sollte im Grunde das Ziel sein. Darf ich noch mal kurz nachhaken? Also es ist ja jetzt im Rahmen der Agroforstwirtschaft wird es ja viel propagiert. Und Schleswig-Holstein, ich kenne es jetzt nicht gut, aber hat ja zumindest ein gewisses Aufkommen, denke ich mal, bei der Knickpflege. Und auch sonst fällt ja eine Menge an Gehölzschnitt immer wieder an. Das ist zwar nicht immer um die Ecke, aber es ist ja doch durchaus vielleicht möglich, sich da manchmal zusammenzutun mit Forstbetrieben oder so. Also einfach mal in die Richtung gedacht. Ja, sicherlich eine Idee. Habe ich mich jetzt persönlich noch nicht so viel mit beschäftigt, aber ja, klar, könnte man im Grunde kleingeschreddertes Holz, würde den Kohlenstoffgehalt erstmal erhöhen. Wann es nun zu Nährhumus wird, das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht genau sagen. Aber klar, kann ein Ansatz sein. Ja, auf jeden Fall interessant darüber nachzudenken, auch für Schleswig-Holstein ein knickreiches Land. Ich sehe, unser Chat nimmt auch ein bisschen Fahrt auf. Bettina, was gibt es an Fragen aus dem Chat? Genau, einmal haben wir eine Frage an Frau Borgwardt, was mit dem Natrium aus dem Streusalz passiert. Ja, das ist ja das Natriumchlorid und wie ich bereits sagte, das kriegen wir nicht rausgefiltert. Das geht in das Grundwasser und ja. Aber wie gesagt, die Zufuhr ist im Vergleich zu den Mengen, die im Grundwasser an Salz vorhanden sind, derartig gering, dass das wirklich nahezu nicht ins Gewicht fällt. Danke. Daran schließt sich noch eine weitere Frage an, wie es mit Bioziden und mit Fassadenfarben aussieht. Ja, also was wir natürlich ausschließlich machen, ist, dass wir die Schadstoffe versuchen zurückzuhalten, die aus dem Straßenverkehr stammen. Biozide und Fassadenfarben haben wir durch den reinen Straßenverkehr nicht, sodass wir auch da keine Erfahrung haben, wie wir das rausfiltern, da es bei uns nicht anfällt. Das ist vielleicht auch ein Problem, was Herr Latsch noch beantworten kann, von der Stadt Entwässerung. Ja, bezüglich der Algenanlage bin ich da nochmal angeschrieben, da habe ich gerade versucht, das reinzuschreiben. Vielleicht habe ich missverständlich ausgedrückt. Algen insgesamt setzen sich schlecht ab. Wir haben aber hier in unserem System Algen herangezogen, also sprich die Firma Limbus Systems, die sich hervorragend absetzen. Um das mal in Verhältnis zu setzen, in der Abwasserreinigung gibt es den Belebschlamm, der setzt sich ab und damit er im System bleibt und das saubere Wasser in die Vorflut geht, die Algen setzen sich 3 bis 4 Mal schneller ab als der Belebschlamm, falls ich das missverständlich ausgedrückt haben sollte. Ja, und dann war im Chat noch eine offene Frage, die eventuell auch zum Teil mit an Sie geht, nämlich die Frage,
was mit Bioziden, zum Beispiel aus Fassadenfarben, passiert in dem System. Das darf gar nicht reinkommen. Sie meinen für die Kläranlage? Da kriegt jede, wenn die Menge groß genug ist, kriegt jede Kläranlage Probleme damit. Und das darf gar nicht reinkommen. Kommt das extrem rüber, dann habe ich schon ein Problem in der biologischen Stufe. Wie gesagt, die Algenanlage, wir bauen das Ding ja noch gar nicht. Wir sind dabei, dieses System umzusetzen. Wir wissen noch gar nicht, das ist auch ein Teil der Forschung, die Herr Professor Schulz begleitet, wie weit wirken halt Fremdstoffe oder Störstoffe auf die Algenanlage. Das wissen wir, wirklich gesagt, noch nicht. Darf ich da dazwischen reden? Um vielleicht einmal noch die Frage aus dem Chat final zu beantworten. Das letztendlich merken wir, sowohl was die Straßenentwässerung als eben auch die Stadtentwässerung angeht, darf dieser Stoff schlicht nicht reinkommen. Darauf sind auch dann die Reinigungsleistungen nicht ausgelegt. Also insofern muss da die Quelle als Verursacher abgeschraubt werden und nicht die Nachbehandlung dabei. Carsten, darf ich da nochmal dazwischen reden? Ja, mach mal. Ja, also Christiane Krambeck, also der Urban Runoff, ein großes Problem sind Biozide aus Fassadenfarben oder auch, was weiß ich, in Gärten angewendete Pestizide und so weiter. Das ist ein großes Problem und es kommt auch vom Straßen mit in die Gewässer und es kommt natürlich auch bei Regenwasserüberläufen über die Kläranlagen in die Gewässer. Ich denke, das ist ein Problem, das man mit beachten sollte, weil es in den Gewässern großen Schaden anrichten kann. Zum Beispiel nur in Plön im Trammersee sehen wir das sehr genau, dass der Urban Runoff von Plön verheerend sich auswirkt. Da kann ich Ihnen aber, wie gesagt, auf die Algenanlage keine adäquate Auskunft geben, genau auf Ihre Frage bezogen. Ja, es ging auch um die Retentionsbecken eigentlich von Straßenablauf. Da müsste das auch mit, also jedenfalls in den städtischen Bereich mit berücksichtigt werden. Aber wir haben ja rein rechtlich nur eine Handhabe, was zu tun für Emissionsquellen, die auch unter unserem Betrieb liegen. Also wenn das jetzt von Fassaden kommt, die von Gebäuden, angrenzenden Gebäuden sind, dann haben wir überhaupt keine Handhabe. Also wie Herr Burggraf schon sagte, das ist dann Aufgabe, der an der Quelle direkt das Ganze einzugrenzen. Naja, wir hatten große Diskussionen mit den Schweizern, die dann mit den Firmen verhandeln, Schweizer Institutionen, die verantwortlich sind für Spurenstoffe, dass sie ihre Fassadenfarben eben anders gestalten. Aber bei uns, ich meine, ist es ein Problem für die Gewässer und wenn es dafür keinen rechtlichen Rahmen gibt, dann müsste man einen schaffen. Punkt. Ja, vielen Dank, Christiane, für das Statement. Mhm. Ich schaue hier nochmal in die Runde gerade. Gibt es noch weitere? Wir haben hier nochmal im Chat eine Frage an Frau Borgwardt. Da geht es darum, um Bestandseinleitungen, wenn die eben aufgrund von Platzmangel nicht dem neuesten Stand der Technik entsprechen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, und ob es hier Nachrüstungen geben soll. Also tatsächlich ist es so, dass bestehende Straßen Bestandsschutz genießen. Nur wenn wir diese anfassen, also wenn wir die umplanen, erweitern und so weiter, dann müssen wir den aktuellen rechtlichen Bedingungen Genüge tun. Das, was hier angesprochen wurde, gerade bei Platzmangel, das haben wir ja im städtischen Bereich oder im innerörtlichen Bereich. Da ist es ja schon so, dass das Wasser schon in gesammelt wird und über Leitungen den in der Regel den Kläranlagen zugeführt wird, als in Mischwasserkanälen oder Regenwasser. Also im städtischen Bereich haben wir da so die Möglichkeit natürlich nicht, das durch eine belebte Bodenzone zu führen. Da möchte ich noch mal kurz korrigieren. Straßen haben keinen Bestandsschutz an sich, ne? Also da hängt ja eine wasserrechtliche Genehmigung dahinter und die ist auch jederzeit nachträglich von der zuständigen Behörde anpassbar. Jetzt habe ich also verpasst, wer das gesagt hat. Thierry ist kurz, auch LBVSH. Okay.
Genau, aber zu bestehenden Straßen, die in Betrieb sind, müssen wir ja keine, müssen wir den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie jetzt nicht. Nee, das nicht, aber da hängt ja auch eine wasserrechtliche Genehmigung an einer bestehenden Straße dran und die zuständige Behörde hätte durchaus dort Möglichkeiten, wenn sie denn wollte, nachträgliche Forderungen an uns als Vorhabenträger anzutragen. Okay, gut, das aber. Das wird in anderen Bundesländern auch tatsächlich so gehandhabt. Gut, dann schauen wir gespannt in die Zukunft, wie sich das entwickelt. Gibt es noch weitere Diskussionsbeiträge, Fragen oder auch im Chat? Dem ist, soweit ich sehe, nicht der Fall. Dann ist es qua Agenda an mir, eine Zusammenfassung von unserer heutigen Veranstaltung, mich daran zu versuchen. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal bei allen Referierenden für die sehr interessanten Vorträge bedanken und für die aufgezeigten Lösungsansätze. Wir hatten eingangs die unterschiedlichen Eintragspfade beleuchtet und uns dann bemüht, alle Eintragspfade auch themenspezifisch nochmal zu bearbeiten mit Einzelvorträgen. Dr. Michael Trebel hatte die Allianz für den Gewässerschutz vorgestellt, hier insbesondere die Chance über Gewässerrandstreifen, stofflichen Rückhalt für die Gewässer zu schaffen. Die Wasser- und Bodenverbände in Schleswig-Holstein sind auch in die Anlage von Gewässerrandstreifen involviert, aktiv und haben auch schon gut ihre Hausaufgaben gemacht, soweit es ging, und widmen sich jetzt eben dem Thema von konstruktiven Anlagen und dem Beispiel, was Frau Dr. Rücker vorgestellt hatte, die integrierten Pufferzonen. Das Thema Beratung wurde vom Land Schleswig-Holstein als sehr wichtig angesehen und insofern war es für uns sehr wichtig, die Beratung hier zu Wort kommen zu lassen und auch der danach kommende Vortrag von Herrn Stender als beratender Betrieb zeigt ja auch, wie wichtig auch aus landwirtschaftlicher Sicht die Beratung ist für den Betrieb selber, aber auch für das Gewässer. Insofern denke ich, hier eine ganz gute Win-Win-Situation. Und dieses kostenlose Angebot in Schleswig-Holstein darf auch gerne weiter Schule machen. Wir haben uns dann den punktuellen Einleitquellen gewidmet, den kommunalen Kläranlagen. Sehr interessante Zukunftsperspektive für Plön mit einer Nachklärung über Algen. Damit verbunden mit einem Mehrfach-Benefit, was auch Schadstoffrückhalt und Wärmehaushalt angeht. Ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Und schließlich haben wir uns mit Frau Borgwardt dem Thema Nährstoffrückhalt über die Straßen und Verkehrswege ausgetauscht. Also insofern, wie ich finde, wir haben es geschafft, alle Eintragspfade eben zu beleuchten. Einige dieser innovativen Vorschläge stecken ja durchaus noch in der Erprobungsphase, aber sie geben uns doch Hoffnung, als zukünftig wirksame Instrumente zur insgesamten Problemlösung beitragen zu können. Ich denke, aus diesen Ideen lässt sich ein gutes gesamtgesellschaftliches Maßnahmenpaket schnüren, um zukünftig unserer Verantwortung besser gerecht zu werden, die Nährstofffracht in unsere Gewässer deutlich zu reduzieren. Das wäre es von mir als Zusammenfassung. Wir kommen in die Verabschiedungsrunde, Bettina. Ja, genau. Ich darf mich bei Ihnen allen ganz herzlich für die Teilnahme bedanken. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, schon mal auf unsere nächste Veranstaltung ganz kurz hinzuweisen. Und zwar am Freitag, den 26.11. geht es dann um das Thema Biodiversität und Klimawandel. Wir haben hier in der ersten Jahreshälfte eine Blitzstudie durchgeführt und die Ergebnisse werden wir dann vorstellen. Und das Ganze ist Teil einer ganz großen und langen Veranstaltung, und zwar ein 24-Stunden Global Lake Marathon, wo wir ja eben in 24 Stunden aus aller Welt, beginnend in Asien bis über Europa und Afrika, dann bis auf den amerikanischen Kontinent ganz viele Beiträge zu ganz verschiedenen Themen hören werden. Genau, dazu sende ich Ihnen gerne dann eine ganz kurze Info noch, sobald wir die Beiträge der heutigen Veranstaltung und auch die Aufzeichnung dann auf unserer Webseite online haben. Genau, dann übergebe ich nochmal an den Carsten. Ja, das war unser Werbeblock, den wir noch eingeschoben haben.
Ich entlasse Sie nun in Ihren wohlverdienten Feierabend und ich bedanke mich im Namen des Vereins Wasserorter Mensch und der integrierten Station für Ihr Interesse und für die Diskussionsbeiträge und würde mich freuen, wenn wir zu diesem Thema auch weiterhin im guten Dialog bleiben, denn nur gemeinsam können wir diese Mammutaufgabe zukünftig stemmen. Vielen Dank und einen guten Nachhauseweg in die analoge Welt.